Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. So, sorry für die letzte Folge, da war ich ein bisschen mega grantig. Aufgrund des unnützen Todes. Ich habe mich jetzt mittlerweile wieder beruhigt. Wollte ich gerade noch sagen? Nee, offensichtlich nicht. So. Ey, was ist denn los? Ich will dich verknüppeln, du. Was ist denn heute los? Jetzt voll der Wurm drin, oder wie? So. Okay. Ja, habt ihr gesehen. Kackvogel. Wo ging's denn da? Da ging's rein, ne? So, erstmal alles nachladen. Ey, was sind da schon wieder los? Kommen die schon wieder alle her? Wieso sind das so viele auf einmal? Das ist ja kaum noch machbar. Schau doch mal den Haufen an, den was wir da legen. Das klingt, okay, das klingt jetzt verkehrt. Ach was. 3 Stunden später kommst du da drauf. Schützturm ist kaputt. How may I assist you? It is a pleasure to serve. Ach komm, kacken eh. Jetzt nehme ich den blöden Stuhl damit. Ein paar tausend Papier zu Hause. Komm, das nimmst mit. Ich höre schon wieder einen Hund knurren. Ist verschlossen, dann bleibt sie auch verschlossen. Safes waren hier, glaube ich, eh keine, ne? Säubere das Gebiet. Okay, wir müssen keinen Loot finden, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Stell dich nicht so an, Mann. Komm, das lernst gleich. Wir lernen das jetzt immer alles. Jetzt braucht keine Sauenkleber. Verstehe nicht, wo du so ein schlechtes Gefühl gerade her hast, Drohne. Oder sagst du das schon in weiser Voraussicht? Dass halt gleich immer so viele auf einmal kommen müssen. Und treffen durch auch wie eine Kuh beim Scheißen. Entschuldigung. Sag mal bei uns so. Der hat ein Ziel wie eine Kuh beim Fladenlegen.
Also bis jetzt wurde ich von der Drohne noch nicht einmal geheilt. Das ist leer drin. Ah ja, das war das hier, ne? Ich erinnere mich. Es ist 13.03 Uhr. Ich will auf jeden Fall vor 22 Uhr mit dem Gebäude hier fertig sein. Also gebe ich ein bisschen Gas. Oh, wow. Drohne. Du arbeitest ja mal was. Was ganz Neues. Eine Schreierin, super. Haben wir hier nicht genug Zombies, ne? My senses have picked up something. Ja. Das freut mich für deine Sense. Ist jetzt draußen wer? Nee. So, von hier ging es so aufs Dach, ne? Entschuldigung, wenn ich ein bisschen ruhiger bin heute, Leute. So sind die Kackvögel. Wie? Das war's? Da war aber letztens mehr los am Dach. Da war letztens bedeutend mehr los am Dach in der Nacht. Da waren auch mehr Vögel, ne? So, und dann ging es hier runter, ne? Sind wir uns auch noch alle einig? Sehe ich die Schreierin von hier irgendwo? Ne. Hier rüber und da, glaube ich, rein, ne? Master, we are not alone. Da ist sie. Bevor wir jetzt weitergehen, alles nachladen. Hier auf der Etage waren Hunde, das kann ich mich noch erinnern. Da ist er schon, der erste. Der zweite. Wow. Grauslich, der Kiefer, habt ihr das gesehen? Der kriege ich sogar Gänsehaut. Ja, leg dich schlafen, Fetti. Entschuldigung. Stört mich, wenn die da unten dagegen klopft. Klopft jetzt nicht mehr dagegen. So. Sind noch welche drin? Okay. Die Etage haben wir gesäubert. Jetzt kommt dann unten und dann eben, ja. Wisst schon, Keller. Ging es hier nach unten? Das ist mehr oder weniger. Ey, schalt doch um! Manchmal reagiert einfach das Umschalten von den Waffen her nicht, von den
Oder so langsam. Ja, ich habe jetzt natürlich da die leere Turret hingestellt, was auch nicht so gut ist. Da ist eh nur Papier drin da, ne? Nichts Brauchbares, echt. Für nix macht man das. Für nix. Nur fürs Ego. Nur fürs Ego. So, hier haben wir alles. Da hinten ging es runter. Das mache ich jetzt wieder genauso wie vorher. Das war doch echt gut, oder? Ich komme auch mit einem noch drauf, passt. Dich laden. Marito Casito ist gestorben. Gebt ihr gleich so, Marito Casito ist gestorben. Stell dich diesmal hier hin. Geladen. Einmal nachladen, bitte. Einmal nachladen, bitte. Incoming enemies, prepare for conflict. Ja, steh auf. Jetzt drücke ich wieder die falsche Taste. Ich bin so blöd. Ich komm. Jetzt. So gefällt mir das. Für dieses Turret gleich leer sein. Das Turret nimmt uns halt schon mal relativ viel hier ab. Ja, das Turret ist leer. So, und so kann man das halt auch in 12 Minuten erledigen, ne? Sie haben noch nicht, sind noch nicht auf die Idee gekommen, dass sie hier links durchhauen diesmal. Das heißt, die Zombies verhalten sich heute auch anders als letztes Mal. Aber ich glaube, heute können wir es abhacken. Heute schaffen wir es. Ich mach halt die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, ne? Das regt mir jetzt schon auf. Weil ich immer irgendwie mich ummünzen will oder so, ne? Ja, wo bleiben sie jetzt? Es sind schon noch ein paar. Sie suchen, glaube ich, einen Weg zu mir. Eins, zwei, drei Punkte sehen wir. Jetzt gehen wir mal runter hier. Sehe ich nur mehr einen Punkt. Incoming enemies, prepare for conflict. Rede mit dem Händler. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Alles, was jetzt hier noch herumläuft,
Gehört nicht zur Quest. Wo ist er denn? Wo höre ich denn jemanden? Ja, egal. So. Hier gibt es für uns jetzt nochmal Loot, ne? Ich lerne das jetzt alles für die EP. Ich verkaufe das diesmal nicht. Wir brauchen mehr... was haben wir hier? Der große Kuh. Gesicherte Gebiete werden von Dieben üblicherweise gemieden, aber mit dem Geheimnis in diesem Buch ist kein Ort mehr von dir vor der sicher verursacht, sondern mehr Schaden an Eigentum in gesicherten Gebieten. Okay, ist so ein PvP-Ding. Oh, noch eine Kiste, ne. So. Das heißt, wir haben jetzt 4 erfolgreiche 5er Quests, ne? Damit sind das Paket nochmal, das werden wir alles verkaufen. My senses have picked up something. Ach was. Glaubst du, ich bin Taubdrohne? Tone hat so ausgeschissen bei mir. Ma, ich hätte jetzt auch kein Steak mit Pommes. Ich glaube, ich muss dann mal schauen, ob ich noch irgendwas für die Fritteuse in der Richtung habe. Oh, Waffentaschenlampen-Mod. Sehr schön. Ja, die Zombies, da sind mir jetzt allerdings relativ egal, was da noch draußen herumlaufen. Ne? Ich will jetzt zu meinem Motorrad und heim. Jetzt hier Ruhe. Da ist nur überall Papier drin. Die haben sich da noch gar nicht durchgeschlagen. Wie kommen denn die dann sonst hier rein? War da nicht hinten ein Eingang? Kommen wir nicht durch. Wo ist denn die Schreierin? Da draußen steht sie. Und hechelt sich einen ab. So, wo ist mein Motorrad? Das ist die blöde Drohne. Da. Diese Richtung. Okay, Leute, wir haben es endlich geschafft. Das große Crackerbook. Sind eh randvoll. So, warte mal. Ja, wir können schon noch irgendwie was schrotten. Wir nehmen den Schatz noch mit. Wir nehmen den Schatz noch mit. Wenn wir schon hier sind. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal hier rüberkommen. Rips, hier rüberkommen. Dann nehmen wir doch das Schätzle mit, weil Zeit haben wir ja auch noch 10 Minuten. Boah, hier schon wieder so ein Kackvogel. Die gehen mir so auf die Eier. Aber mit dieser Strategie und mit der Leiter kein Problem mehr. Ist die Quest wirklich, wirklich kein Problem mehr. Ah, wo ist er denn, der Schatz? Mag ich hier kurz mal schauen. Oh, hier ein kleiner Canyon, ein kleiner Krater. Glützvieh. So, wo ist mein Motorrad? Mein Motorrad da. Ah, hier haben wir auch relativ viel schon herinnen, ne?
Schauen wir mal. Haben wir was zu essen? Ja. Trinkst doch mal ein Mineralwasser, komm. Was ist der Wert? Den schrotten wir. Stahlsperrteile können wir schrotten. Das ist schon wieder eine Schatzkarte. Scrap, Scrap. Haben wir hier noch was zum Scrappen? Das können wir noch scrappen. Das können wir scrappen. Braucht keine Sau. Der ist 18 wert. Scrap ihn doch. Braucht keine Sau. Das braucht auch niemand. Das lernen wir. Den brauchen wir jetzt. Das brauchen wir. Drohne. Versager-Drohne. Komm her da. Lesen. Akzeptieren. Taylors Schatzkarte übrigens. So. Es geht jetzt auch wieder ganz schnell. Ihr bleibt dabei. Ja. Wenn wir hier ein bisschen Sand farmen, brauchen wir im Endeffekt auch für Zementmischung zu machen, braucht mehr besonders Sand. Und Sand habe ich, muss ich eh meistens dann selber herstellen durch Steine. Von dem her ist das ja eigentlich auch nicht schlecht. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen in die Richtung, bis dass ich die Markierung sehe. Oder eben den Schatz. Ich glaube, die Markierung wird zuerst kommen. Ja, ja. Denk mir, dass wir kommen. So. Bei dem Lärm würde ich auch aufmerksam werden auf mich. Soll er ruhig kommen da. So. Du auch noch. Okay. Passt. Jetzt wird es dann für mich Zeit, eine Aufnahmepause zu machen. Ich muss jetzt sowieso, jetzt habe ich glaube ich 5 oder 6 Folgen aufgenommen. Ich muss jetzt sowieso das Ganze mal schneiden. Wenigstens haben wir diesmal die, da ist er. Wenigstens haben wir diesmal die Dietriche mit. Bin gespannt, was drinnen ist und wie viel Platz das wir noch haben, ne? Ob wir alles mitkriegen. Ja. Mal wieder immens viel Loot eigentlich, obwohl man... Seht ihr das da oben? Okay. Wo ist ein Taylor-Schatz, weil wir gerade hier sind? Da unten. Weil wir gerade dabei sind, das nehmen wir jetzt noch mit am Rückweg. Wo ist die Markierung? Da drüben. Auf der anderen Seite des Kraters. Oder? Das Thema ist halt, da kommst du halt sonst nie wirklich raus, außer eine Quest bringt dich hierher. Was würdest du sonst hier in der Wüste tun? Oder gibt es hier irgendwas Besonderes, was ich mir unbedingt anschauen soll? Okay, hier ist ein Graben. Hier ist ziemlich ein Graben. Okay, wie kommen wir da rüber? Kann ich da runterfahren, ohne dass ich sterbe? Oha, ja. So funktioniert das. So macht man das. So machen wir Profis das, ne? Wir Biker. Ist das San Casito-Graben, ist das, ne? Falls ihr euch gefragt habt, wie denn der heißt.
allgemein bekannt unter San Casito-Grab. Kann zu großen Erdbeben und so führen, weil sich da zwei tektonische Hirnplatten ineinander verschieben. Da ist übrigens noch eine Siedlung, schau mal. Da ist noch eine Stadt. Das heißt, da hätten wir auch noch einen Händler. Okay. Ich glaube echt, wir müssen jetzt die ganzen Händler-Quests nachziehen. Mal schauen da ein bisschen. Ja, da ist sicher ein Händler da. This is the end, you know. Schalalalalalalalala. Ja, ja. Ist schon recht. Hab mir schon gedacht, dass da so ein Kackvogel hinten nach ist. So, wir holen gleich Taylors Schatz auch noch. Dann sind wir aber, glaube ich, wirklich überfüllt. So ein süßes Pärchen, ne? Oh, da ist er schon. Das ging ja schnell. Das ging jetzt schnell. Kann man die eigentlich auch finden ohne die Schatzkarte? Das heißt, wenn ich jetzt zufällig irgendwo grab, kann ich dann zufällig auf... Ich meine, die Wahrscheinlichkeit wird sehr gering sein, aber kann ich da zufällig auf so eine Kiste treffen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt's mir mal. Ihr 7 Days Brobies. Oder werden die erst mit durch die Karte dann hier angelegt? Komm, ich will mir die Siedlung jetzt noch kurz anschauen. Vielleicht finden wir hier gleich wieder einen Händler. Dann können wir uns den auch mal gleich markieren. Und schauen, ob der Teile für unseren 4x4 hat, ne? Sendeturm schaut auch mega aus. Na, boah. Ey. Ey, 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 ey. Big Booms. Busbar. Da drüben ist der Händler, jawohl. Sehr gut. Master, we are not alone. Ja, I know. Wie wir wissen, ist da oben was, das wir vermissen. Da ist die Tür. Komm, mag das Geräusch nicht hören. So, den markieren wir uns jetzt gleich auf der Map wieder. Wir schauen, ob er irgendwas hat, was wir brauchen könnten. Servus. Nö. Motorradfahrwerk. Bücher. Was? Wir haben 20.000 Geld? Wo haben wir das? Ja. Warte mal. Das kannst du haben. Die kannst du auch haben, komm. Die kannst du haben. Das kriegst du jetzt auch. Das kriegst. Das kriegst du. Das kriegst du. Das kriegst. Die Gehalt behalte ich mir mal. Und dann gib mir doch hier so die Kunst des Bergbaus gerne mit. Oh, mach die schon zu. Hier noch markieren. Das war jetzt ein Zufall halt, dass wir den noch gefunden haben in der Schatzkarte, ne? Und jetzt fahren wir nach Hause, liebe Leute.
Aber werde offscreen nach Hause fahren, werde alleine nach Hause fahren, nehme ich heute nicht mit, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Freut mich immer, dass ihr einschaltet. Also, ciao.